Jetzt kann man bei Wirecard wirklich von einem Krimi sprechen, denn es gibt den ersten Todesfall. Christopher B., ehemaliger Asienchef von Wirecard, ist mit nur 45 Jahren auf den Philippinen gestorben. Laut Vater war er nicht krank. Gibt es jetzt also den ersten Mord in diesem Fall? Insider sagen, B. sei ein wichtiger Kontaktmann für den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek gewesen. Dieser soll angeblich hunderte Kilo Bargeld auf die Philippinen geschafft haben, genau dort, wo Christopher B. lebte und Firmen betrieb, nachdem er bei Wirecard ausgestiegen war. Wir schauen außerdem auf die Commerzbank, auf den Goldrekord und wie Anleger sich jetzt aufstellen sollten. Das alles bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die Commerzbank erwartet für dieses Jahr rote Zahlen. Wie hoch das Minus ausfallen könnte, das sagt sie nicht, das prognostiziert sie noch nicht. Aber Analysten gehen von etwa 320 Millionen Euro aus. Wo sind eigentlich die Baustellen und wie könnte eine Strategie bei der Commerzbank jetzt aussehen? Insofern ist es zwar sicherlich eine schwierige Phase für die Commerzbank, gerade auch jetzt, weil es bei der Führungsriege drunter und drüber geht, aufgrund der Querelen zwischen Cerberus, dem Großaktionär, und dem Bund beispielsweise auf der einen Seite und den Arbeitnehmervertretern auf der anderen Seite. Aber wir haben natürlich auch bei der Commerzbank nichtsdestotrotz strukturelle Themen, die aufgearbeitet werden müssen. Der DAX in dieser Woche in stabiler Seitenlage, weiterhin unter der 13.000-Punkte-Marke. Die schlechten Zahlen von der Unternehmensseite, die lassen die Märkte anscheinend kalt. Aber wie könnte es jetzt weitergehen? Naja, wenn man natürlich seinen Sparplan hat und jeden Monat was dazu kauft, dann sollte man natürlich dabei bleiben. Wenn man investiert ist, sollte man auch dabei bleiben. Ich habe nichtsdestotrotz Sorge vor dem Herbst. Da kommen im September und im Oktober durchaus nochmal kritische Zeiten auf uns zu. Und deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, ob man jetzt unbedingt zulegen muss. Das kann man durchaus dann, sage ich mal, eben im vierten Quartal immer noch tun. Ende des vierten Quartals kann man immer noch mal dann weiter dazu kaufen. Ich denke, aktuell sind wir schon relativ ausgepowert auf diesem Niveau. Erstmals in der Geschichte ist Gold über die magische Marke von 2000 US-Dollar pro Unze gegangen. Was ist der Grund und wie könnte es da weitergehen? Also als Überschrift könnte man sicherlich festhalten, dass man vor einer Stagflation Angst hat, vor einer wirtschaftlichen Misere, die zusätzlich noch von einer Inflation getrieben wird. Die sehen wir derzeit noch nicht. Dennoch, die Angst ist da. Und da gibt es natürlich viele kleinere Einzelthemen, die für Gold derzeit sprechen. Unter anderem ist es so, dass viele börsennotierte Fonds, ETFs, eben auch sehr, sehr stark in Gold investiert sind. Die haben eben aktuell aufgrund des Anlagenotstands grundsätzlich schon mal einen großen Mittelzufluss. Und das müssen sie investieren, das müssen sie, wenn sie eben auf Gold spezialisiert sind, dann eben auch in Gold legen, dieses Geld. Also es gibt ein systemisches Thema, aber grundsätzlich über allem steht natürlich die Angst vor einer Inflation. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Trading-Wissen vertiefen wollt, dann schaut doch auf die kostenlosen Webinare der Trading House Börsenakademie. Am 14. August gibt es Börse für Einsteiger und Investmentstrategien für verschiedene Anlegertypen mit Wolf Dreistein. Am 22. August Märkte im Check, spannende Trading-Ideen für die kommenden Tage und Wochen mit John Gossen. Und am 30. September erfolgreich traden mit Bluestar, dem Trendfolgesystem mit Ronny Bürger. Meldet euch am besten sofort an und sichert euch euren Platz im Webinar unter trading-haus.de. Und wir haben auch wieder zwei Top-Aktienempfehlungen für euch. Erstmal Amazon. Der Aufstieg in diesem Jahr ist ja fulminant. Das steht außer Frage. Seit den März-Tiefs konnte sich der Wert mehr als verdoppeln, seit Anfang Juni allerdings ist die dynamische Aufwärtsbewegung ins Stocken geraten. Aus technischer Sicht kann ein Kaufsignal allerdings erst mit einem nachhaltigen Kursanstieg über das Niveau von mindestens 3.100 US-Dollar erfolgen. Als Ziele wären dann die Jahreshochs von 3.344 US-Dollar zu nennen. Eine überschießende Welle könnte sogar an 3.420 US-Dollar heranreichen. Der Immobilienkonzern Vonovia hat diese Woche Zahlen vorgelegt und Anleger mit seiner Quartalsbilanz regelrecht verzückt. Diese nahmen das positive Ergebnis als Anlass nachzukaufen und trieben die Aktie auf ein neues Rekordhoch.
Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen eine Long-Chance. Die Auflösung der vorausgegangenen Konsolidierung bestehend seit Juni des Jahres mit einem Kurssprung über 58 Euro sollte noch mindestens per Wochenschlusskurs bestätigt werden. In diesem Fall ließe sich dann auf mittelfristiger Basis weiteres Aufwärtspotenzial bis auf 62,98 Euro ableiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen, like das Video, postet und kommentiert. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.